Wir wollen ein bisschen aufwärmen, machen ein kleines Aufwärmprogramm, das nicht ganz so anstrengend ist bei der Hitze heute. Und wir beginnen mal letztendlich ein bisschen zu paddeln. Einmal ein bisschen paddeln. Wie gesagt, nicht rudern, habe ich mir sagen lassen, sondern wir wollen paddeln. Und jetzt tauchen wir mal richtig, wir sitzen im Kanu und tauchen mal richtig ein. Mit langen, gestreckten Armen richtig nach vorne paddeln. Ja, so kommst du aber nicht voran, Christian. So, ja, genau. Gut. Okay. Jetzt nehmen wir den Schläger mal so in die Hand. Stellen uns so etwas Schulterbreit hin, ein bisschen in die Knie. Die Ellbogen bitte an den Körper und hat man das Gefühl, ihr zieht den Schläger so ein bisschen auseinander. Wenn ihr so steht, linke und rechte Schulter vor, das Becken, die Nase bleiben vorne, es sperrt sich so ein bisschen dagegen. Fang mal an, so ein bisschen, nicht ruckartig. Rolf, du machst viel mit den Armen. Die Arme bewegen sich gar nicht. Letztendlich ist es so der untere Lendenwirbelbereich hier, den wir jetzt ein bisschen aktiv. Genau. Okay, jetzt gehen wir noch mal da tiefer und strecken mal aus. Jetzt fangen wir an, mal langsam zu drehen. Dabei bleibt die Nase so weit vorne, wie es irgendwie geht. Also die Hüfte gehen mit? Bitte? Die Hüfte gehen mit? Nee, die soll sich auch ein bisschen sperren. Okay. Das tut sie aber automatisch, indem wir ein bisschen in die Knie gehen. Und breit stehen. Und breit stehen, genau. Einmal drehen, drehen, drehen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen heben. Drehen und heben. Drehen und heben. Okay. Gut. Wir nehmen den nochmal so, den Schläger. Machen einen kleinen Schritt nach vorne. Jetzt achtet ihr bitte drauf, dass die Fußsohle hinten am Boden bleibt. Und jetzt reichen wir den Schläger mal ganz weit nach vorne und nach oben. Okay, mal runter. Nochmal zurück. Den anderen Fuß. Wirklich ganz runter in die Knie und den Schläger nach vorne und nach oben. Und Moment halten. Gut. Okay, noch einmal. Nach vorne und nach oben. Gut. Und noch einmal. Nach vorne und nach oben und ein bisschen halten. Okay. Jetzt machen wir noch ein bisschen was fürs Gleichgewicht. Stellt euch mal auf ein Bein. Jetzt fangen wir an, mal so Achten zu machen. Genau, wenn es geht, ohne Schläger abstützen. Weil zwischendurch mal die Füße noch ein bisschen kreisen. Und wieder Achten. Okay, und den anderen Fuß. Und die Füße noch ein bisschen kreisen. Die müssen so weit laufen heute. Okay. Ich glaube, wir sind warm, oder? Ja, sehr schön. Super. Okay, danke.